Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zum ersten Teil von Discworld. Wir sind im Haus vom Alchemisten noch zugange, beziehungsweise heißt zugange, wir wollten mit ihm reden. Was ist das für ein Geräusch? Bitte? Der Krach! Was hat es damit auf sich? Ich verstehe dich nicht. Es ist zu laut. Warte, ich sorge dafür, dass der Krach aufhört. Was machst du da? Ich lasse Körner knallen. Es ist für die Streifen bestimmt. Wir brauchen eine ganz neue kulinarische Spezialität, mit der die Leute ihren Gaumen beglücken können, während sie die bewegten Bilder betrachten. Knallkörner? Toller Name, nicht wahr? Hab ihn mir selbst einfallen lassen. Das überrascht mich kaum. Verursacht es immer so schreckliche Geräusche? Das grenzt an strafbare Ruhestörung. Braucht man dafür keine spezielle Genehmigung? Nun, ich habe gefragt, ob man eine Erlaubnis benötigt, um Körner zu knallen. Daraufhin bekam ich das hier. Hiermit wird dir erlaubt, Straßenmädchen zur Unzucht aufzufordern. Ist das besser als Knallkörner mit Butter? Du gehst nur selten aus, wie? Ja, seitdem wir beim ersten Mal hier drin waren, bin ich die ganze Zeit am Überlegen, woran mich der Alchemist erinnert. Und jetzt ist es mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Also für alle, die die Asterix- und Obelix-Teile kennen, er erinnert mich an eine Figur aus dem Film, aus einem ganz bestimmten Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo Asterix und Miraculix im Römerlager gefangen sind und sich einen großen Spaß machen und unter anderem auch einen Zaubertrank brauen, der den Legionären alle Haare wachsen lässt. Und an diesen einen kleinen Legionär erinnert er mich ganz gewaltig, so wie er da steht und spricht und auch die Bartbewegung. Sehr schön, einfach nur herrlich. Ja. Hast du jemals daran gedacht? Woran? Nun, an die Möglichkeit, dich wieder mit traditioneller Alchemistenarbeit zu befassen. Ich meine zum Beispiel das Bemühen, gewöhnliches Metall in Gold zu verwandeln und so. Nein, das hat keine Zukunft. Ich verwandle ein gewöhnliches Metall in ein anderes, dann in noch ein anderes und schließlich in Gold. 10 Minuten später wird daraus wieder das erste gewöhnliche Metall. Rückkehr zum Gewöhnlichen, wie? Darauf läuft's hinaus. Ja. Du solltest dir überlegen, wie du die Kosten senken kannst. Dieses Zeug ist zu teuer. Ich habe die Körner beim Lebensmittelhändler gekauft. Er gab mir einen Sonderrabatt. Warum gehst du nicht zum Mietstall? Dort bezahlst du nur ein Drittel des Preises. Hey, das ist eine gute Idee. Wenn du dich um den Laden kümmern würdest, ich bin gleich wieder da. Oh, okay, jetzt ist er schon weg. Ja, sehr schön, wir können den Kasten mitnehmen, den hatte ich die ganze Zeit schon im Blick. Hey, diese Kamera weist sogar eine kleine Veranda und eine Staffelei für den Kobold auf. Das funktioniert... Ja, nee, das will ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht benutzen. Wir haben hier sonst nichts anderes mehr. Also... Wenn einer von euch weiß, welcher von den Asterix-Teilen das war, wo das drinne vorkam, gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich muss es einfach, es brennt mir gerade so ein bisschen in der Seele. Würde mich schon interessieren. In die Schatten können wir auch nochmal gehen. Also wir schauen uns alles an, das mache ich aber gerne später. Ich will jetzt erstmal in den Park, weil der dürfte eigentlich relativ... schnell abgearbeitet sein, weil ich dachte mir schon, dass hier nichts Neues ist. Damit ist der abgehakt. Die Scheune
Dürfte auch relativ schnell abgehakt werden. Ja, hier sitzt der Drache. Dann gehen wir mal lieber wieder. Und tschüss. Das funktioniert. Ich dachte, der wollte Leute metzeln gehen. Haben wir hier irgendwas beim Versteck? So, Fass, Abflussrohr. Hier ist auch nichts Neues. Das dachte ich mir schon. Dann gucken wir doch mal in die Wirtschaft. So, herzlich willkommen zurück hier in der Wirtschaft. Mensch. Ein Bett, nach wie vor. Ist hier im Badezimmer was Neues? Das Bad, Seife, Toilettenartikel. Ne, nichts Neues. Hinter der Tür was Neues. Nein, ich kann es nicht bewegen. Was? Wieso kannst du das nicht bewegen? Etwas lauert hinter der Tür. Okay. Wer ist da? Ha, hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist bestimmt jemand. Du bist nicht ganz hinter der Tür versteckt. Ein Teil von dir ist zu sehen. Was treibst du da hinten? Fort mit dir. Ich bin der schwarze Mann. Im Ernst? Ich jage dir einen Schrecken ein, den du nie vergisst. Zeig dich endlich. Ich? Ich kann nicht. Ich fürchte mich vor offenen Bereichen. Okay, der schwarze Mann fürchtet Ein sich. schwarzer Mann, der an Agoraphobie leidet? Hör auf, es ist alles andere als lustig, eine legendäre Schreckensgestalt zu sein. Was macht ein schwarzer Mann eigentlich? Es ist ziemlich anstrengend, eine legendäre Schreckensgestalt zu sein. Man muss jeden Tag lange arbeiten und hat eigentlich nie Urlaub. Tatsächlich? Nun, der Job hat natürlich auch seine guten Seiten. Man bekommt einen festen Platz in Volksmärchen und Legenden und man ist sein eigener Herr. Komm hinter der Tür hervor. Ich will zu meiner Mama. Ich finde den super, der schwarze Mann, eine Schreckensgestalt und die will zu ihrer Mama. Ach ja, super. Weil wollte ich eigentlich nur gucken, ob da der Tür Schmuckkästchen oder sowas noch irgendwas ist, ob das da noch ist und wir mitnehmen können oder Tresorbild, irgendwas. Nun, was macht ein schwarzer Mann eigentlich? Leute wie ich nehmen sehr wichtige Aufgaben in der Gesellschaft wahr. Mit einem Hinweis auf euch werden Kinder gezwungen, ihr Gemüse zu essen. Darüber hinaus dient ihr als formlose Objekte für überliefertes Grauen. Meinst du so etwas? Ja, ich glaube schon. Hinzu kommen Sonderaufträge. Es gab einmal einige Zauberer, die eine Katze in einen Karton unterbrachten. Ab und zu öffneten sie den Behälter, um nachzusehen, ob das Tier noch lebte. Mein Vater erschreckte einen der alten Knaben zu Tode, als er aus dem Karton sprang. Ich glaube, davon habe ich gehört. Dadurch wurde die sogenannte Unschärferelation noch ein ganzes Stück komplizierter. Der Zufall erschien noch weitaus zufälliger, als die meisten Leute bis dahin vermutet hatten. Der Auftrag stammte natürlich vom Tod. Es handelte sich um einen Nebenvertrag. Tja, das ist ganz interessant. Also ich mag ganz persönlich diese vielen Anekdoten, die auch einfach gegeben sind, wie jetzt eben gerade mit der Schrödingers Katze. Du bist gar kein schwarzer Mann. Bin ich doch. Na schön, dann zeig dich. Gleich zeige ich mich wirklich und dann trifft dich der Schlag. Na schön. Na schön, was? Sorg dafür, dass mich der Schlag trifft.
Nun, jetzt bist du vorbereitet. Ich meine, dich kann wohl kaum der Schlag treffen, wenn du damit rechnest. Mit anderen Worten, um deine volle Wirkung als legendäre Schreckensgestalt auf mich zu entfalten, darf ich nicht wissen, was du bist und wann du erscheinst? Nun vielleicht. In dem Fall solltest du dir einen netter klingenden Namen zulegen, um für eine noch größere Überraschung zu sorgen. Zum Beispiel? Wie wär's mit Cyril? Cyril, das ist kein Name für einen schwarzen Mann. Dadurch ist das Überraschungsmoment umso größer. Das stimmt. Cyril, der schwarze Mann. Kommst du jetzt hinter der Tür hervor? Nein. Ja. Ach, hör auf zu flennen. Ich habe dich für ein Ungeheuer gehalten. Was würde deine Mutter sagen? Mutter. Oh, meine Mutter. Sie wollte nie den Zoo mit mir besuchen. Im Ernst? Übrigens, möchtest du dich vielleicht auf eine Couch legen? Oh nein, die Tür ist bequem genug. Danke. Wie dem auch sei, ich habe sie gefragt, aber sie lehnte immer ab. Hast du jemals daran gedacht, dich mit deinem Problem an einen Psychiatriker zu wenden? Nein, natürlich nicht. Nur Kranke nehmen die Hilfe eines Psychiatrikers in Anspruch. Ja, stimmt. Erzähl mir von deiner Mutter. Nun, der Zoo ist wichtig für einen jungen schwarzen Mann. Gehört zur Allgemeinbildung. Weißt du, es ist nicht leicht, die Leute zu erschrecken. Ein Leben lang muss man sich dieser Aufgabe widmen. Man beginnt mit kleinen Dingen und arbeitet sich allmählich zu Menschen vor. Du meinst, schwarze Männer lernen zunächst Tiere und so zu erschrecken? Und sie nehmen sich Menschen erst dann vor, wenn sie den Dreh raus haben? Genau. So spielt es sich ab. Training ist alles. Ah, ja. Warum versteckst du dich hinter der Tür? Sie ist eine Metapher. Keine Tür? Eine Metapher für meine Unsicherheit. Die Tür stellt nicht nur ein Schild zwischen mir und der Welt dort draußen dar. Sie ist auch ein Portal, das sich öffnen lässt. Ein Symbol für die Möglichkeit, dass ich meine Phobie irgendwann überwinde. Ein sehr aussagekräftiges Bild. Ja. Auf Wiedersehen. Der schwarze Mann ist durch, aber gewaltig. Ach ja, selbst die Ungeheuer haben hier einen an der Klatsche. Oh, hier sind Leute. Hallo Wirt. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Mein Zwillingsbruder ist Wirt der geflickten Trommel. Offenbar liegt bei euch gutes Aussehen in der Familie. Ja. Oh, Tätowierung. Zum Glück ist es eine Tätowierung. Als Muttermal wäre das Ding ein wenig zu auffällig. Ja. Oh, ein rauer Seebär. Was heult er denn so rum? Gruß dir, ehrenwerter Seefahrer. Was willst du? Gib uns einen Kuss. Was? Ich wollte nicht. Der Herr Zauberer möchte eine Tracht Prügel. Hilfe! Blasche Bier, Blasche Bier! Suchst du Ärger? Nein, nein, ich bin das nicht. Die Worte stammen von jemand anders. Warum polierst du ihm nicht die Fresse, du großes tätowiertes Rennvieh? Ja, wir haben schon lange nichts mehr auf die Mütze gekriegt.
Hat jemand die Nummer des Eselkarns notiert? Das Blasche Bier, das finde ich sehr schön, also... Ein sehr verdächtig wirkender Hund. Entweder ist Renata nochmal... Ein seltsamer Gesichtsausdruck, sehr hölzern. ...involviert. Hast du von meinem Hund gehört? Vom Wunderhund Gaspard? Ach, trink eine Blasche Bier. Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund, jawohl. Blechtig? Möchtest du eine Blasche Bier? Ja, irgendwie ist mir das alles ein wenig... Naja. Hier, Hündchen, liebes Hündchen. Gut, wir lassen die Herrschaften da mal sitzen. Ich bin da sehr irritiert gerade drüber, aber egal. So, was haben wir denn noch? Die Straße, eigentlich nur noch Palast, Universität und Schatten. Das heißt, dann gehen wir erstmal in die unsichtbare Universität. Hier haben wir ja noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. So, einmal hinein. Draußen ist niemand. So, in dem Schrank dürfte sich ja nichts Neues befinden. Wir gucken trotzdem einmal nach. Nein, nichts Neues. Gut, raus. Dann gehen wir einmal in die Bibliothek. Ah, hallo Herr Bibliothekar. Okay, der hat uns nichts Neues zu erzählen. Das ist schon mal ganz gut. Dann kriegen wir auch keine auf den Dötz wieder. Das ist immer noch... Hat hier der andere Typ was zu erzählen? Oh, der ist weg. Aber da... Oh, ein magisches Buch. Und der L-Raum ist deaktiviert. Warum? Ich werfe nur rasch einen Blick hinein. Meine Güte, ich bin von einem Buch gelesen worden. Storkus? Storkus Morturus? Nein, ich sage den Zauberspruch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich spreche ihn erst dann aus, wenn es nötig wird. Mensch, wir haben doch glatt den Zauberspruch schon gefunden. Das gibt uns ja doch noch Möglichkeiten, hier weiterzukommen. Aber der L-Raum ist aus. Das heißt, wir können auch nicht mehr in die Vergangenheit reisen. Kannst du uns sagen, warum das so ist? Hallo, du alte Moloch. Okay, nein. Wieder zu schnell geklickt hier. Wenn ich in... Also kann er uns auch nicht sagen, was hier los ist. Es scheint einfach alles in der Vergangenheit erledigt zu haben. So, dann gehen wir hier einmal weiter in die Küche. Der Koch ist immer noch weg, aber wir haben hier Spachtel. Ein Spachtel. Da war ich einmal zu kurz wieder schnell geklickt. Ein Spachtel. Wir wollen uns das natürlich einmal anhören, was er dazu zu sagen hat. Bananen haben wir immer noch. Ja, sonst ist hier auch nichts Neues. Wozu wir jetzt aber einen Spachtel brauchen? Naja. Ich weiß es noch nicht so genau. Speiseraum. Hallo, habt ihr uns noch was zu erzählen? Was weißt du von Helden? Helden? Ha, Helden erkenne ich schon von Weitem. Tragen immer irgendwelche magischen Talismane. Es hat etwas zu tun mit irgendetwas, das hängt. Mit was Hängendem? Ich hab's.
Verhängnis. Damit hat es was zu tun. Das Verhängnis macht einen zum Helden, wenn man den richtigen magischen Talisman findet. Okay. Na bitte. Magischen Talisman. So, hat hier der Zauberling was zu sagen? Derzeit habe ich nicht. Gut. Windelpuns? Hä? Nee. Ich bin kein. Und warum? Es ist kein Kleid. Was ist geschehen? Nichts, nichts ist. Und jetzt glauben Jo. Klauen? Mein Schaber denkt. Nein, ah, okay, so der erzählt das Bäbe. Das scheint mir. Hier gibt's nichts Neues für uns. Die netten Herrschaften haben uns nur erzählt, dass wir ein magisches Amulett eventuell brauchen. Das sage ich ja bewusst eventuell, weil wir haben ja im Gespräch mit den Wachen so rausgehört, dass die Chance 1 zu 1 Million stehen müssen. Und da müssen wir natürlich noch in Erfahrung bringen. Oh, ein Hut. Sein Hut ist größer als meiner. Und spitzer. Ja, wann kann man schon den größeren von jemand anderen mitnehmen? Denkt jetzt, was ihr wollt. Das musste ich einfach loswerden. Auch wenn ich ein bisschen Restniveau noch hab, dem Spruch führt er keinen Weg dran vorbei. So, wir gucken auch mal vielleicht, ob in unserem Zimmer was Neues ist, was ich nicht glaube, aber da waren wir ja schon ewig nicht mehr. So. Ja, alles beim Alten. Ach, schön, diese Aussicht. Hier oben reinzulaufen, das ging jetzt einfach nur mal ums Prinzip. So. Dann können wir noch einmal auf den Pfad hinaus. Und dann haben wir hier auch wieder alles erledigt. Was heißt hier alles erledigt? Aber dann haben wir einmal alles angeschaut. Hier nochmal mit allen gesprochen. Es geht ja jetzt erstmal darum herauszufinden, was wir uns organisieren müssen, um ein wahrer Held zu sein. So. Nichts Neues. Zack. So, wieder weg. Dann, ja. Gehen wir einmal in die Schatten und in die kaputte Trommel. Die habe ich ganz vergessen. Da gehen wir als erstes mal hin. Und hier begrüße ich euch dann wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, gehabt euch wohl.